Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute bin ich auf Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen immer noch. Und hier auf Mallorca im Südwesten der Insel liegt das Örtchen Peguera. Heutzutage Peguera, früher hieß es Pagera. Ja, und hier haben wir uns eingemietet im Hotel Valentin Park Club. Das Hotel Valentin Park Club besteht einmal aus einem ganz normalen Hotel mit Hotelzimmern, aber sie haben auch Apartments. Und eines dieser Apartments haben wir angemietet für eine Woche. Wie es hier so aussieht in diesem Hotel und was hier alles angeboten wird, das kannst du in diesem kleinen Video sehen. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Unseren ersten Morgen starten wir mit einem Frühstücksbuffet im Hotel. Hier gibt es viele leckere Sachen zum Auswählen. Wir haben bei diesem Aufenthalt all inclusive gebucht. Es ist das erste Mal und wir wollen mal schauen, was denn hier so alles angeboten wird. Es beginnt also mit Frühstück von 8 bis 10:30 Uhr. Das ist ja eine relativ gute Zeit, aber wer das nicht schafft oder wer gleich wieder Hunger hat, der kann dann zum Brunch eine halbe Stunde später beginnen, das von 11 Uhr bis 12:30 Uhr. Ja, das zeige ich dir nachher auch, wie das aussieht. Ja, und dann geht es weiter mit dem Mittagessen von 13 bis 14:30 Uhr. Und wer dann wieder nicht satt geworden ist, der kann anschließend um 15 Uhr bis 16.30 Uhr Kaffee und Kuchen genießen, zum Beispiel auf der Terrasse. Und wer vor dem Abendessen hungrig wird, der geht dann am Außenpool Snacks essen von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Dann folgt das Abendessen um 18.30 Uhr bis 21.15 Uhr und das war's dann auch für den Abend. Ich denke aber, das reicht jedem. Nun genieße noch weiterhin den Blick auf das Frühstücksbuffet. Lass uns ganz einfach mal beginnen mit dem Blick von dem Balkon des Apartments, auf dem ich mich gerade befinde. Ich würde mal die Kamera hochnehmen und dann schaust du hier hinunter zum Pool. Ja, noch ist nicht viel los. Wir haben gerade die Woche nach Ostern, aber du siehst schon ein super toller Pool hier. Ist auch nicht so viel los hier. Im Moment ist es etwas windig hier auf der Insel, aber ja, du siehst von hier aus auch gut, wie du zum Hotel gelangst. Du kannst einmal die Treppe nehmen oder aber du gehst auf diesem Steg zum Fahrstuhl, der dich dann 4 Etagen tiefer runterbringt. Wir sind noch mal 4 Etagen höher, denn wir wohnen im obersten Stockwerk dieses Hotels und wie du vielleicht auch schon sehen kannst, im Hintergrund gut zu erkennen, das Meer.
Jetzt will ich dir aber erstmal unser Apartment vorstellen. Es gibt ja einmal die Hotelzimmer, wir haben aber ein Apartment und da gibt es natürlich eine Küche. Hier könntest du also selbst dein Essen zubereiten. Zwei Elektroplatten gibt es. Es gibt Gläser und Tassen, eine Mikrowelle, Teller, tiefe Teller, flache Teller, alles dabei. Die Spüle ist vollgepackt mit meinem Elektrokram. Eine Kaffeemaschine ist da, ein Kühlschrank. Es sind Töpfe genügend vorhanden. Es ist Besteck da. Also alles, was man eigentlich braucht. Auch ein großer Mülleimer ist vorhanden. Ja, jetzt machen wir einen kleinen Gang erstmal in das Badezimmer. Schauen wir mal hinein. Ja, Handtücher können täglich gewechselt werden. Du musst es aber nicht machen. Da kann man dann dass der Putzfrau gut erklären, indem du, wenn du es nicht brauchst, das Handtuch oder wenn du es nicht möchtest, das Handtuch nicht in die Badewanne packst. Ja, vom Schlafzimmer aus kannst du auch auf den Balkon gelangen. Du hast auch diesen schönen Blick nach außerhalb. Und was dann natürlich auch ganz wichtig ist, du hast im Wohnzimmer die Schlafmöglichkeit für zwei weitere Personen. Wir sind zu dritt unterwegs, deshalb ist nur ein Bett hier vorbereitet. Ein Fernseher ist natürlich ebenfalls vorhanden und auch viele deutsche Programme sind empfangbar. Ja, hier nochmal langsam mit der anderen Kamera die Aufnahme vom Schlafzimmer. Und dann geht es noch einmal weiter durch das Badezimmer. Da kannst du in Ruhe nochmal schauen, wie toll doch so ein Apartment eingerichtet ist. Wie du hier sehen kannst, ist Seife vorhanden und auch an der Dusche, Badewanne sind Shampoo und Seife verfügbar. Der Zimmerservice kommt 5-mal in der Woche. Da wir Meerblick haben, wohnen wir im 4. Stock und haben dadurch die Sicht bis aufs Meer. 4 Etagen geht es jetzt mit dem ersten Fahrstuhl runter, dann sind wir auf Höhe des Apartment-Block-Pools und dann geht es noch weitere 4 Etagen hinunter. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Wir machen uns jetzt gerade auf den Weg zurück in die Hotelanlage. Über einen Zebrastreifen geht es hinüber. Es ist gar nicht so weit entfernt. Vielleicht 3 Minuten geht man, bis man am Haupteingang des Hotels angelangt ist. Da sind wir jetzt und jetzt geht's in die Anlage wieder rein. Auf unserer linken Seite befindet sich der Innenpool, der hauptsächlich in der Winterzeit genutzt wird. Der ist immer noch in Betrieb gewesen, als wir dort waren. Wassertemperatur 26 bis 28 Grad. Es gibt nachher noch eine Innenansicht davon. Wir machen jetzt einen Gang erstmal an der Rezeption vorbei, durch die Hotelanlage, durch die Hotelhalle, dann hinunter zur Bar. Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt. Die freundlichen Mitarbeiter, sehr freundlichen Mitarbeiter, muss ich betonen, sind natürlich auch deutschsprachig. Es klappt alles einwandfrei. Hier hast du viele Möglichkeiten zu sitzen und wir machen uns jetzt auf den Weg in die Bar, sagte ich ja schon bereits. Ja, sehr schön angelegt, dieser ganze Bereich hier.
Hier an der Bar kannst du von 10 Uhr morgens bis 0 Uhr nachts deine Getränke bestellen, ob Kaffee oder Cola, Bier, alles, was du möchtest. Alkoholische Getränke gibt es natürlich auch. Und selbst der Kräuterschnaps von Mallorca, der Yerbas, ist hier im All-Inclusive-Preis enthalten. Das Bier ist auch kein Billigbier, es ist das originale San Miguel Bier, ein spanisches super leckeres Bier. Wir gehen zurück zum Apartmentblock. Ich will dir jetzt mal den Poolbereich des Apartments zeigen. Da ist wenig los, weil das wird eigentlich nur von den Apartmentgästen benutzt. Noch ist fast gar nichts los. Osterdienstag oder Mittwoch haben wir jetzt nach Ostern die Tage. Da war es richtig leer geworden. Ich denke mal, rechts die Bar wird in den Sommermonaten auch geöffnet haben. Dann wird hier doch ein bisschen mehr los sein wie jetzt. Ja, jetzt ist alles ziemlich ruhig hier. Hier oben gibt es dann nicht nur den großen Pool, der eine Wassertiefe bis zu 2,10 Meter hat, sondern auch noch ein Kinderpool. Zu dem kommen wir jetzt. Da ist die Wassertiefe dann natürlich wesentlich geringer. Pool haben wir ja natürlich auch. Hinter uns siehst du die Apartmentanlage, in der wir ein Apartment haben. Und ja, da ist dann die Bucht von Pagera. Es ist noch Vormittag, so gegen 11 Uhr. Und ja, sieht schön aus heute. Die Sonne scheint, wir haben 22 Grad. Besser kann es im Urlaub nicht sein. Und wenn du im Urlaub bist, willst du natürlich auch in einen Pool und willst abtauchen. Und wir sind jetzt auf dem Weg durch das Hotel zu einem weiteren Poolbereich, denn dieses Hotel hat nicht nur den Poolbereich an der großen Terrasse, sondern außerdem am Apartmenthaus. Und jetzt gehen wir zu dem dritten Bereich, der ist noch viel größer, hat einen eigenen Kinderbereich, Kindergarten und allerhand weitere Sportmöglichkeiten. Innerhalb der Hotelanlage befinden sich sehr viele WC-Anlagen, sehr sauber und ganz besonders duftet es immer sehr gut darin.
Hier im Vorübergehen kannst du schon einen Bolzplatz erkennen, versteckt hinter Olivenbäumen. Und wie das hier immer so ist, es gibt ja hier ständig irgendwo etwas zu essen, kommst du auf dem Weg zur Bar und zum Pool wieder an einer Möglichkeit vorbei, um einen Snack zu genießen. Ja, hier kannst du dann aus einigen Dingen wie Hamburgern auswählen oder getoastete Scheiben Brot mit Käse und Schinken gefüllt, Pommes dazu. Ja, wir machen uns jetzt erstmal einen Hamburger mit frischen Tomaten und so weiter und so fort und ein paar Pommes auch dazu. Willst du auch einen? Nee. Überlege. Toaster ist hier nicht, ne? Ich stelle das Ding hier erstmal hin, das viel leichter macht. Schon wieder gegessen. Mittagszeit und es gibt wieder leckeres Essen. Ich gönne mir jetzt gerade nur eine leckere spanische Bohnensuppe. Aber schau, was es sonst alles gibt. Schweinefilet ist auch lecker. Ja, und nach dem Essen ist vor dem Essen. Nach dem Mittagessen, eine halbe Stunde später, kannst du schon wieder Kaffee und Kuchen genießen. Hier jetzt an dem großen Pool, an der großen Terrasse. Und hinter diesem Pool befindet sich noch ein kleiner, runder Pool, der auch eine Art Whirlpool ist. Das läuft leider im Moment sehr selten. Wir werden gleich nochmal gehen und uns den kleinen Pool anschauen. Und da ist schon mal lecker, ne? Lecker? Ja, der Kuchen gestern mal auch. War auch lecker, ne? Ja. Hier haben wir jetzt diesen kleinen Pool, der wie gesagt auch so eine Art Whirlpool ist. Du kannst da auch richtig drin sitzen. Vielleicht erkennst du die Sitzbänke da am Wasser. Ja, schön gemacht alles. Und ich mache jetzt nochmal einen Spaziergang, um dir zu zeigen, was hier unten an diesem dritten Poolbereich alles so angeboten wird. Also bis hier waren wir eben schon, da sind wir nach links abgebogen, um zu essen oder uns Essen zu
aufzubereiten. Jetzt gehe ich runter zur Poolbar und weiter zu dem Kinderspielplatz, zum Wasserspielplatz für Kinder ganz besonders. Das ist ein Erlebnis für viele Kinder. Hier also erstmal der große Poolbereich für Erwachsene. Wenn du All-Inklusiv hast, kannst du hier dir deine Getränke selber zapfen, ob Kaffee, Kaffee con Leche oder auch die Kaltgetränke. Bier gibt es dafür nur an der Bar dann. Aber hier ist dann der durch viele Pinien geschützte, schattenreiche Poolbereich, in dem man sich besonders dann in einer ganz heißen Jahreszeit wahrscheinlich wunderbar aufhalten kann. Dann wird es hier auch richtig voll sein. Ja, hier also der Bereich um diese Poolbar herum und du siehst schon, es gibt hier auch ein, zwei Bühnen, die im Sommer sicherlich genutzt werden. Jetzt zu dieser Zeit ist es abends ja noch frisch, deshalb ist die Show abends im großen Saal bei der Bar. Weiter geht's an der Bar vorbei und auch an dieser Sommershowbühne. Und du siehst schon rechts, jetzt gleich in der Mitte, ein Piratenschiff. Das hat dort Anker gelegt und ja, es gibt auch eine ganz tolle Bühne, denn dort ist der Kinderbereich. Dort befindet sich nicht nur der Tino im Wasser, nein, er steht am Ufer heute, sondern Platsch, siehst du, da kommt ab und zu mal wieder aus dem großen Fass eine Ladung Wasser von oben. Jetzt geht es also weiter in den speziell für Kinder bereitgestellten Bereich. Direkt vor uns siehst du den Kindergarten mit Schaukeln und sonst was für tollen Sachen. Es gibt mehrere Kinderbetreuerinnen und besonders finde ich toll, dass der Boden mit so Art Gummi ausgelegt worden ist, dass das Kind sich also nicht gleich verletzt, wenn es mal hinfällt. Ja, jetzt sind wir am interessantesten Spielplatz für Kinder. Hier gibt es eine Rutsche, eine Schildkrötenrutsche, dann das Piratenschiff und hier der wichtigste Mann am Platz, Tino. Das ist das Maskottchen von dieser Hotelanlage Valentin. Ja, und das ist auch sehr schön. Es gibt Rutschen, Tunnelrutschen auch hier und oben wird das Fass gerade gefüllt und es wird gleich eine Ladung ausgießen. Achtung, es kann nicht mehr lange dauern. Gleich daneben rechts dann nochmal dieser Fußball, Basketball, fragt mich nicht, Handball, keine Ahnung, Sportplatz, ich bin nicht das Supersporttalent, aber gleich nochmal wieder hier bei der Brunchbar oder Snackbar, wie man auch das immer nennen möchte, es ist die gleiche Bar, da kann man sich wie gesagt einmal morgens und einmal nachmittags nach Kaffee und Kuchen vor dem großen Abendessen nochmal ein wenig den Magen vollschlagen. Und ein Cola-Getränk. Somit wieder mal frisch gestärkt setze ich meinen Rundgang hier am Pool fort und ja, es gibt ja auch begleitetes Training. Hier kannst du zum Beispiel Bogenschießen erlernen und gleich daneben gibt es dann einen Sport, ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Petanque, glaube ich, heißt das. Also auch etwas, was man hier spielen könnte. Man muss nicht, aber man könnte. Schauen wir mal, was der die Tonne hier ist. Wahrscheinlich. Oh, guck mal, da sind Kugeln drin. Das sind Spielfelder hierfür. Irgend so ein Spiel.
Ich habe mich nun auf den Weg zum Innenpool gemacht. Hier gibt es nicht nur den Innenpool, sondern auch ein Fitnesscenter oder wie man dazu sagt, hier Bodybuilding oder sowas. Ja, eine Sauna und auch Massagemöglichkeiten, die gegen Aufpreis natürlich. Ja, dort befindet sich jetzt der kleine Indoor-Pool. Und du siehst schon, das ist natürlich das Paradies für Kinder. Warmes Wasser, 26 bis 28 Grad haben sie hier. Da kann man es gut aushalten. Das ist ja schön. Sauna, alles da. Und hier in dieser Ecke oben, schön im Schatten, befindet sich jetzt eine Yoga-Gruppe. Da kannst du auch im Urlaub dran teilnehmen. Und wir sind schon wieder beim Essen, denn wie gesagt, hier gibt es fast rund um die Uhr Essen. Auf alle Fälle von morgens 8 bis abends 22.15 Uhr. Und immer wieder leckere Sachen, so wie jetzt hier auch beim Abendessen. Ja, das sieht alles nicht nur gut aus, es schmeckt auch sehr gut. Und es ist nicht nur einfaches Essen, schau mal, was es hier gibt. Ja. Lecker, ne? Und selbst mallorquinische Spezialitäten werden hier angeboten. Die muss man allerdings kennen, sonst kann man mit den Namen nicht viel anfangen. Ja, und natürlich gibt es sehr, sehr viele Süßspeisen. Hier zum Beispiel gerade eben war das leckere Eis, 4 verschiedene Sorten. Die gab es für mich jeden Tag. Sopas Mallorquinas, Mandelcremesuppe. Nach dem Abendessen dann ein kleiner
Rundgang außerhalb des Hotels auf der Terrasse. Dort treffen sich die Raucher und ja, ein super schöner Anblick des abends beleuchteten Hotels. Der Pool wird in verschiedenen Farben beleuchtet, ändert im Laufe der Zeit immer wieder mal die Farbe. Ab 20.30 Uhr beginnt dann für die Kids noch eine kleine Veranstaltung, bis dann um 21 Uhr die Abendshow beginnt. Ja, da gibt es abwechselnd Flamenco oder Quizshow und immer jeden Tag etwas anderes zu sehen. Und es macht vielen Gästen Spaß hier. Soweit das Hotel. Wir wollen dir jetzt aber einen Höhepunkt noch gönnen. Wir fahren in die Bucht von Alcudia. Unten rechts siehst du die Bucht von Alcudia. Es geht hoch zu dem schönsten Aussichtsplatz von ganz Mallorca. Es ist nicht das Cap Formentor, denn dort siehst du nur Wasser, sondern dieser Punkt nennt sich Escolomer und wir befinden uns schon an dem Parkplatz. Es ist sehr schwierig, hier überhaupt einen Parkplatz zu bekommen. Ja, und hier siehst du dann den Weg hinauf auf diesen Aussichtspunkt. Das Denkmal, das du jetzt hier sehen kannst, das ist dem Konstrukteur dieser Straße gewidmet. Blicke hinunter in die Tiefe aus über 200 Metern Höhe, mehr als 130 sind das sogar. Ja, traumhaft schön diese Natur hier. Hier dann das Denkmal für Antonio Parietti y Coll. Er hat nicht nur die Straße nach Cap Formentor geplant, sondern auch die Straße nach Sacalobra, diese Schlängelstraße, die wohl schönste Straße Mallorca. Wir machen uns weiter auf den Weg bis zum Endpunkt dieses Aussichtsweges, denn es ist wirklich traumhaft schön hier. Das siehst du ja selbst. Blaues Meer und hier siehst du dann einen Teil der Serpentinenstraße, die sich weiter fortsetzt zum Cap Formentor. Dort gibt es nur eine Betonplatte, einen Leuchtturm und ringsherum Meer. Keine Felsen, die du sehen kannst. Also dieser Platz ist wirklich traumhaft. Schau mal, da links das Blaue ist die Bucht von Alcudia und rechts dann das Meer Richtung Barcelona, Festland Spanien. Escolomer nennt sich dieser Aussichtspunkt und warum dieser Punkt so genannt wird, das werde ich dir dann zeigen, wenn er uns endlich sichtbar wird. Ja, und jetzt ist er im Bild. Der kleine Felsen dort, jetzt fast mittig im Bild, der so leicht nach links kippt. Das ist der Fels Escolomer. Und so ist hier auch dieser Aussichtspunkt genannt. Nach diesem kleinen Felsen, den du dort jetzt sehen kannst. Escolomer. Hier geht es Runde 230 Meter hinunter bis zur Meeresoberfläche und jetzt in der Mitte oben der Turm. Da geht's hoch zu einem der Torres, einem der alten Wachtürme, die im 15. Jahrhundert vor dem Angriff der Piraten besetzt waren mit Wachposten, die dann Alarm gegeben haben. Ja, ein super schöner Platz, ein schöner Aussichtsort ist das hier und das kann man wirklich nur empfehlen, hier einmal
hinzufahren. Und wenn du in Pagera im Valentinurlaub machst, dann darf natürlich auch ein Besuch vom Boulevard in Pagera nicht fehlen. Besonders die Damen lieben natürlich das Stöbern durch die Geschenkartikel und Klamottenläden. Ja, das macht Spaß. Und die Männer sitzen dann irgendwo und trinken ein schönes, kühles Bier. Oder? So soll es doch sein. Ist das ja ist Urlaub. Ja, das geht ja wirklich klar. Ich meine Brille. Was denn? Nach dem Einkaufsbummel dann trifft man sich in dieser Bar, um bei einem schönen kalten Bier auf die Malgrat-Inseln vor Santa Ponsa blicken zu können. Der Strand ist noch fast menschenleer. Osterwoche ist gerade vorbei. So, jetzt haben wir das Ende dieses Videos erreicht. Valentin Park in Pagera auf Mallorca ist ein super tolles Hotel für Familien mit Kindern. Ja, die kleinen Ferraris rasen im Speisesaal so einem um die Füße. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber sonst ist das alles gar nicht so schlimm. Es hat hier Spaß gemacht in diesem Hotel. Es ist schön, alles ist sauber, alles ist klasse. Ein super nettes Personal hier und da kann man gerne wieder hinfahren. Ich sag nur top, das Hotel ist spitze. Ja, das war also mein kleines Video über Pagera Hotel, Valentin Park, stotter ich schon dabei auf Mallorca. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen und wenn es dir Spaß gemacht hat und dir auch dieses Hotel gefallen hat, buch's am besten und gib mir trotzdem einen Daumen hoch vorab oder abonniere ganz einfach meinen Kanal, dann wirst du immer sofort informiert, wenn es ein neues Video auf meinem Kanal zu sehen gibt. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.